zum nächsten Gameplay, beziehungsweise zum ersten für dieses Spiel sogar. Und zwar spielen wir heute Red Bull Air Race The Game. Ist zurzeit in der Beta-Phase. Hab's gerade runtergeladen, installiert und gestartet. Und hab dann direkt auch schon den Stream gestartet. Also sehen wir schon direkt, was los ist. Gut, also Basic Controls. Up and down, A und D. Okay. Schauen wir mal. Okay. Upp. Ei, ei, ei. Yep. Ja, besser. Na, auch nicht. Ah, okay, wir können besser lenken. Mit A und D. Okay, man muss sich also etwas an die Steuerung gewöhnen und dann geht das nämlich auch schon. Ja, genau, war ja auch so brillant, mein Fahrstil. Okay, Smoke ist mit Space. Clear into the track. Smoke off. Okay, sieht auf jeden Fall schon mal ganz interessant aus. Lenkung geht mit La Weile auch. Wupp. Auch schon ein bisschen besser, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat. Ist zum Glück nicht so schnell wie Real Life. Ja, das war nochmal ein ganz gutes Training. Und ja, schauen wir mal, wie es in einem richtigen Race dann gleich aussieht. Wir dürfen uns aber als allererstes ein Flugzeug aussuchen, womit wir fliegen wollen. Okay, es gibt ein paar zur Auswahl. Es gibt Rookie-Flugzeuge und Masterklassen. Ich würde sagen, immer noch ein Standardflugzeug, weil mehr Geld haben wir sowieso nicht. Ich sah ein Schnäppchen hier, 50.000. Und dann würde ich sagen, let's go. Schauen wir mal, wie das Game so ist.
You're cleared into the track. Smoke off. Die Map sieht schon mal ganz nice aus. Wir sind nämlich gerade mitten im Grand Canyon. Gameplay-technisch ist gar nicht mal so schlecht. Wir spielen jetzt gerade gegen andere Mitspieler, wenn ich mich jetzt nicht recht irre. Ja, das war doch schon mal unser erstes Rennen. Wir sind sogar Erster geworden. Kaum zu glauben, aber es ist so. Mit einer Zeit von 1:51.664. Ja. Die anderen haben auch mit Tastatur gespielt. Das sieht man ja auch. Das ist auch schon mal ganz nett. Und ja. Die anderen sind irgendwo in der Weltgeschichte. So. Es gibt hier Sponsoren. Okay, das ist nur für die Homepage. Also jetzt. Dann bleiben wir bei Red Bull. So, wir haben $3000. Und dann würde ich sagen, hier wieder raus. Irgendwie tut sich hier gerade nichts. Egal was ich anklicke. Ah, da ging's. So. Solo Play.
irgendwie findet er kein Match. Ne, da kann ich ja nicht rein. Gucken wir mal nach Solo-Play. Abu Dhabi, was haben wir noch? Evening, Morning, okay, man kann sogar die Dings. Grand Canyon, Spielberg, Budapest. Dann spielen wir mal gerade Abu Dhabi, die Wüstenstadt. Okay. Welcome to Abu Dhabi. Die Straßen sind leer, keine Menschen sind da. Alles ist vorne am Zugucken. You're cleared into the track. Smoke off. So langsam habe ich es doch raus. Wow, der ist auf einer Zeit von 0,53 auf Platz 1. Okay. Der hat aber auch schon eine andere Maschine. Ich bin auf Platz 285 gelandet. Jo, das ist doch gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Tja, Tuanga. Dann starten wir doch mal das. Nee, das wollte ich nicht. Die nächste Strecke, Budapest. Play. So, wir sind in Budapest angekommen. Und das Event startet auch schon gleich. You're cleared into the track. Smoke off. Okay, wir müssen unter der Brücke durch. Ja, nichts falsch machen, sonst gibt's einen Crash. Ich glaube, je näher ich an dem vorbeifliege, desto mehr Punkte gibt's auch. Also Sekundenabzüge. Thank you.
Genau. Da war ja was, wenn man schon mal Air Race geschaut hat. So, das war Budapest. Strecke etwas kniffliger als eben die, aber ist ja kein Problem. Ja, da war ich nicht ganz so gut. Viele spielen mit dem Controller, wird wahrscheinlich auch einfacher sein. Aber naja. So, kommen wir zur nächsten Strecke. Was haben wir denn noch? Grand Canyon waren wir schon, also bleibt uns jetzt noch Spielberg offen. Ne, Spielberg waren wir eben schon mal. Das war unsere Trainingsmap. Aber das macht ja gar nichts. Dann spielen wir die eben noch einmal. Diesmal ohne Training. Smoke on. You're cleared into the track. Smoke on. Wupp, einmal verflogen. Kommt von der Strecke ab. Letztes Tor. Naja, da bin ich doch schon ein wenig höher eingerankt als auf den anderen drei Maps. Ja, schauen, ob wir auch ein bisschen Geld dazu bekommen haben. Ja, auf jeden Fall. Okay. Gut. Okay, wir gucken mal, was haben wir noch so. Rookie USA Hangar, locked, locked, locked. Okay. Okay,
das war auch schon mal ein schöner Einstieg in das Game. Das war es dann auch erstmal für heute mit diesem Game, denn ich bin heute den ganzen Tag beschäftigt und kann daher nicht streamen. Ich werde mal schauen, ob wir morgen Abend nochmal ein bisschen streamen können oder vielleicht heute Nacht nochmal, je nachdem wie ich nach Hause komme. Ich hoffe, euch hat es gefallen, der kurze Einblick in das Spiel Red Bull Air Race The Game. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Subscribe. Und ja, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und man sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao. Bye, bye.